Da geht's los. Willkommen zum Turnierbaum. Ich muss aber leider Gottes, das konnte ich nicht anders managen, mich jetzt erstmal noch moven. Moment, zack, hier rüber, damit ich nicht da rausgucke. Muss ich mich mal noch ganz kurz horizontal spiegeln. So, da habe ich auch mal ein bisschen kleiner für heute. Interessiert ja keinen. So, da haben wir den Turnierbaum und jetzt sehen wir erstmalig, wer gegeneinander spielt. Direkt im ersten Match, Way2Knecht gegen Beyond Reason. Oh Gott. danach haben wir Saure Drops gegen Schwerer Gustav. Dann gefolgt von Pro Aim und Bumständer. Und das letzte Match, die letzte Partie, wird dann No Name gegen Ich bin ein Dullibär sein. Sehr cool. Gott, ist jetzt für also Paul ich tatsächlich mich schon sehr auf schwer. Das letzte Match. Warte mal, Paul, ich kann doch meinen PC streamen oder nicht? Dann hast du das doch hier. Ich weiß nicht, du hast hier im Livestream die Dings ausgemacht. Nee, das können nur Mods und Admins. Ah, okay. Wie kann man denn streamen? Ich mach das nicht so oft. Wahrscheinlich da unten irgendwo Bildschirm übertragen. Ja. Ich stream mal nur das Kanal-Plugin für dich. Das heißt, du müsstest jetzt das auch immer live sehen. Ja. Perfekt. Genau. Das dann das erste Spiel. Drum, ja, genau. Ich und Bause gegen Ethan und Alex D. So, for the English guys, the first match today is Way2Knecht versus Beyond Reason. Bause Domi versus Alex D and Ethan. So, we have a lobby. Wir haben eine Lobby. The password is set forts. Nicht vergessen, abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Ja, was mit Crash 6? Er kriegt weder hin, sich hier in die Lobby einzuloggen, noch im Discord irgendwas zu sehen. So, dann bitte ich die Leute hier ins Spiel. Jetzt muss ich auch gucken, dass wir den Ton hier rankriegen. So, Ton habe ich. Ob das alles mit einem Bildschirm managt. So, das heißt, ne, Way2Knecht ist dann links Team 1 und Beyond Reason ist dann rechts. Das musst du einstellen. Brauchst nochmal das Passwort? Ich hab dir das in Twitch PM geschickt. Ich musste das nicht nochmal schicken. Du hast in Twitch eine PM bekommen. Die hast du niemals gelöscht. Er hat sogar Danke geschrieben. Er hat sich sogar für das Passwort bedankt. Ich bin sehr verwirrt. Wie gesagt, die Einstellung und sowas müsstest mal. Du machen. Es gibt ja keine... ich schick's ihm einfach nochmal, Leute. Weiß ich nicht. So, okay, gut. Dann gucken wir mal. Ach, du kannst keine Teams zuweisen? Das ist ja witzig. Ich kann keine Teams zuweisen, ich kann nicht Map einstellen. Und, so, was machen wir jetzt gerade? Wir machen jetzt Map-Voting und also Map-Ban und Commander-Ban. Das macht gleich der Paul, wenn dann die Teams da sind. Dann würde ich auch sagen, dass wir ab jetzt einen 5-Minuten-Timer haben, ne? Also 7 bis 18.07 Uhr, wenn bis dahin Ethan und Dings nicht da sind. Ja. Hat Way2Knecht ihr erstes Match gewonnen? Ah. So, Ethan hat sich gerade gemeldet. Müsst ihr jetzt eigentlich kommen? It's called skill. Oha, ich schreibe das Passwort, zack, zack, drinne. Perfekt. So, ich glaube, Ranky ist dann schwierig mit Midstream, wenn du jetzt Teil vom Turnier bist. Deswegen, ne? Gut. Ihnen einfach Rang 5, ne? Das kann man ja mal machen. So, Paul übernimmt jetzt im Hintergrund
Map-Bann und Commander-Bann. Was jetzt anders ist im Vergleich zu sonst, ist tatsächlich, dass ich währenddessen rede, ihr seht das nicht. Und sobald dann das Match losgeht, seht ihr diese Transition-Scene, wo ihr dann seht, welcher Commander wird gespielt, auf welcher Karte. Werdet ihr gleich alles sehen. Ist mega cool, mega sexy. Ich freue mich. Ich hoffe mal, ich bin richtig positioniert. Scott, Skill kann nur der Host. Ach so, mit den... Ja, Paul, du hast keinen Skill, ne? Mhm. Ah, du kannst übrigens loslegen, ne? Ja. Das sind ja... Okay, gut. Ich hatte nur noch nicht die... Ach so. ...ganzen Map-Namen rausgeholt. Ach so. Gut vorbereitet, vorher schön im Editor nicht die Texte parat geliehen. Ah, kein Stress. Das Lobby-Passwort fürs Spiel. Aber Kocek, warum willst du das denn jetzt haben? Du bist Teilnehmer jetzt. Da du jetzt Teilnehmer bist, kriegst du das Lobby-Passwort nicht. So. Kocek will halt noch parallel Aufnahmen haben, tatsächlich, damit er da was Schönes zusammenschneiden kann, glaube ich. Ja. Ich sag mal, okay, wir lassen Kocek mit rein. Was will er auch machen? Ist ja an sich egal, er streamt nicht. Er würde gerne was, er braucht noch zusätzlich Bildmaterial. Pass auf, dann lassen wir ihn mit rein. Passwort ist set forwards, Kocek. Am besten eigentlich auf Englisch, aber... Ja. Weil die verstehen null, was du da schreibst gerade. So, der Asuka extra nochmal aus dem Garten rein, um mir das mal anzugucken. Wie der Spielstart abläuft. Bis jetzt ein absoluter Misserfolg. Ne? Teams haben abgesagt und. Aber wir haben jetzt noch ein Ersatzteam schnell reinbekommen und es geht los. Wir haben 8 Teams, 8 aktive Teams. Bis jetzt Plugin läuft ganz gut. Gefällt mir. So. Okay. So. Ich sehe, sie verstehen es doch. Hoffentlich. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir quasi in der Match-Vorbereitung und ich bin gespannt. Also, Team Way to Knecht ist meines Erachtens nach auf jeden Fall ein sehr starkes Team, muss ich sagen. Sehr, sehr starkes Team. Ja. Kann natürlich sein, dass jetzt durch die erste Begegnung mit Beyond Reason leichte Demotivation am Start ist und vielleicht sogar erste Panik. Kann gut sein. Aber ganz ehrlich, ihr habt das Skill, ihr gebt euer Bestes und achso, ja genau. Wenn du das in guter Qualität aufnimmst, Kocek, dann gerne auch gegebenenfalls mir zuschicken. Ne? Ja, so. Dann bleibt jetzt als Map Vanilla Latsch übrig. Das musst du nicht spoilern, das sehen die dann als Überraschung gleich. Okay. So. Aber was wir spoilern können, ist, dass der Map-Bann fast abgeschlossen ist. Ah ne, Quatsch, der ist abgeschlossen. Mhm. Ah ja, Map-Bann ist abgeschlossen. Welche Map seht ihr dann gleich? Wer Paul jetzt nicht verstanden hat. Und jetzt kommen wir zum Commander-Bann. Oggen, danke für deine 200 Bits. Vielen, 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 vielen Dank. Geld für die Pokale direkt wieder rein. Fand er mal gut. You know Eaton. Was heißt You know Eaton? Also ich kenne Eaton nicht persönlich. Er war mal hier mit dem Stream drin, falls du das meinst. Aber ich habe keinen persönlichen Kontakt. Jetzt schon. Wir sind seit wenigen Minuten auf Discord befreundet miteinander. Wir sind in der Commander-Bann-Phase. Ich bin gespannt, welche Commander jetzt gebannt werden. Das seht ihr ja tatsächlich nicht, welche Commander gebannt werden. Ihr seht am Ende bloß, welcher Commander wird gespielt. Wenn gleich das Game losgeht,
Ich muss gar nichts machen, geht automatisch in Transition los. Dank Asuka. Nochmal ein großes Lob auch an Asuka, bevor jetzt das erste Match losgeht. Großes Lob an Asuka, dass er sich da auch nochmal reingesetzt hat. Er hat ja ein paar Plugins. Großen Dank für deine 5 Gifted Subs an die Community. Vielen Dank. Ja, die Commander wurden jetzt schon gebannt. Genau. Ich rede einfach mal über die Töne drüber. Asuka hat halt viele Mods. Er hat mir jetzt auch ein Mod nochmal angepasst. Er hat mir persönlich ein Turnier-Mod auch gemacht, wo alles einmal drin ist. Also Asuka auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Genau. So. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt Maxo, danke für den Follow. Schön, dass du mit dabei bist. Hype Train, Leute. Ein Hype Train nähert sich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch noch ausgelöst wird. Wir nähern uns dem ersten Spiel. Okay. Bei Boards dann übrigens auch sehr wichtig, MS auszuwählen, ne? Weil die gibt es ja in mehreren. Genau, weil sonst funktioniert mein Plugin nicht. Ja, es ist für das Turnier abgestimmt. Ich werde später nochmal alle Karten dazu nehmen, die es gibt. Weil das Plugin wird jetzt automatisch die Karte erkennen und die Grafiken dafür laden. Da muss ich jetzt gar nichts für machen. Dann. Ist ja jetzt erst in seine Patches. So. Es kann losgehen, Leute. Das erste Match. Okay. Wir sind beim ersten Match. Paul, bist du bereit? Ja. Ich mache jetzt aber, bevor es losgeht, kurz die Musik aus, Leute. Weil wir konzentrieren uns jetzt mal schön voll und ganz auf Forts. Let's go. Erste Runde geht los. Ich bin gespannt. Oh, Bowser lädt sich noch ein paar Videos runter. Die Frage ist, was mache ich? Was lade ich mir runter? Die Frage ist, was macht Crash Live? Da sieht er sich runter. Ihr seht das jetzt nicht. Es gibt einen vollzu neuen Ladebildschirm. Da sieht man, wer... Oh, Crash Live, ganz ehrlich. Ja, wir warten alle gerade auf Crash Live. Der hat die langsamste Internetverbindung, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. So, wir spielen Way to Knecht, Bowser und Domi gegen Beyond Reason, Alex und Alex D und Ethan auf Large Vanilla, Leute. Da wird's. Achso, das merkt es sich leider nie. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich sitze perfekt. Oh mein Gott, alles ist super. Ah, eine Sache. Naja, okay, das ist nicht so geil, aber was soll ich machen? Ist egal. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben auf der linken Seite Bowser und Domi. Bowser spielt die Bottom Base und Domi spielt die Top Base. Da wird direkt schon wieder Earlier Crash mit dem Sniper ausgeübt auf die Turbinen von auf der rechten Seite. Ich sehe es noch nicht. Unten Ethan und oben dementsprechend LXD, das Pfaff-Team. Man muss jetzt auch dazu sagen, die Anzeigen sind jetzt ein bisschen neu gemacht. Falls ihr das hier sehen könnt, hier und hier haben wir jetzt seit dem letzten Update, was vor wenigen Tagen rausgekommen ist, sehr detaillierte Anzeigen. Deswegen habe ich mich erstmal dagegen entschieden, das selber in das Plugin mit einzubauen. Das wird trotzdem kommen. Die Anzeigen werden komplett verschwinden. Es wird nur noch das Wichtige angezeigt. Und dann geht's richtig cool los mit dem Plugin. So, Sieb versus Sieb. Das wird auf jeden Fall witzig. Auf Large Vanilla. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Karte ist schon... Ja, was größer, oder? Ich weiß nicht, ob man das... Wenn man es kommen sieht, glaube ich, sehr einfach abzuwehren. Ja, das glaube ich auch. Da wird wieder... Oh! Interesting, interesting. Ist, warum gehen jeweils nur eine Person auf Swarms? Wahrscheinlich eine noch für Laser, für Supports, könnte ich mir gut vorstellen. Ah, einer geht auf Pink. Genau, Attach. Also die Bottom wahrscheinlich Defense und Laser die, Support. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn alle auf... Man weiß es ja, ne? Nuke und Swarm im Late Game ist halt nicht mehr so krass. Ja. Und Bottom Base ist natürlich prädestiniert dafür, den Support zu geben mit dem Firebeam. Eden jetzt schön schon den Woodspam am machen. K
gerade auch schon heiße Sniper-Gefechte. Bowser hat es auch erkannt und hat auch direkt, nachdem unten das Eisen weggenommen wurde, auf die Minen gesniped. Um ein bisschen Schaden zu machen. Oh, da geht's schon los. Way to Knecht mit den ersten Swarms, um leichten Schaden zu machen. Geht da die Windturbine flöten? Was mich verwundert, unten ist keine Tech mehr. Stimmt, das verwundert mich gerade auch sehr. Wir haben bei... Achso, ja, weil die Nukes schon platziert waren. Aber tatsächlich, wieder erwartet. Ja. Und da ist einfach das passiert. Da hat Bowser den Sierra gemacht. Der vergessene Woodspam. Der vergessene Woodspam. Da reicht eine Lage Holz davor. Die wurde nicht getan. Jetzt sehr, sehr tragisch. Way to Knecht. Sind sie schon raus oder wird Domi mit einer legendären APM kommen? Beide wieder ein bisschen aggressiv am Spielen. Domi verliert beide Windturbinen. Das sieht gar nicht mehr gut aus, muss ich sagen. Ärgerlich. Das ist ein Best of One, Leute. Das ist ein Best of One. Top Base Howie. Ja. Der muss gar nicht mehr kommen, bin ich ehrlich. Der muss gar nicht mehr kommen. Da wurden jetzt auch Bull Echo aufgebaut. Da wurde auch jetzt eine Flak aufgebaut. Mhm. Zwei Stück. Ich glaube, damit muss Domi jetzt aber auch rechnen und direkt eine Gegentaktik machen, weil ich glaube, er kommt jetzt spätestens nach dem Flachs einfach gar nicht mehr durch. Ja. Wenn er jetzt nicht schnell was ändert. Da unten auf, bei dem Minen, die zu übernehmen. Ja. Da geht Team Beyond Reason einfach komplett auf Nummer sicher. Zwei Flachs, vier Gunner. Da werden auch noch Sandstecke wieder verkauft. Da wird nicht mehr mit allzu viel Angriff gerechnet. Aber Domi bleibt seiner Taktik treu. Er geht auf den Minen. Domi upgradet gerade seine Swarm zur Nuke. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so sinnvoll ist. Bei der ganzen Anti-Air. Das müsste er aber eigentlich auch sehen, ne? Ja. Domi easy. 2v1. MCC, danke für dein Follow. Ja gut, ich muss aber auch sagen, ich stelle fest, dass gar nicht so viel mehr passiert auf beiden Seiten. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger safe schon. Da kommen die nächsten Swarms. Ja, kein Schaden halt an Woodspam. Vielleicht sollte dann auch Team Beyond Reason entweder doch mal mehr auf Nukes gehen. Weil ich glaube, er alleine kann zwei Nukes auch gar nicht. Kommende Cannon. Er könnte zwei Nukes, glaube ich, gar nicht abwehren. Vielleicht eine. Vielleicht beides zur Nuke machen. Jetzt ist auf jeden Fall bei Domi Nuke und Swarm ready. Er holt nochmal mit dem Sniper ein bisschen Defense raus. Ah nein, er hat den Sniper getroffen. Was wird passieren? Jetzt geht es erstmal an die Windturbinen. Haben überlebt. Haben überlebt. Anti-Air wird jetzt geaddet. Zero Damage halten. Ja. Aber wenigstens hat Domi sein Economy-Problem ein bisschen ausgeglichen und mit dem Minen. Wobei er auch ein bisschen mehr hatte. Karl Holz, danke für deinen Stufe 1. Hab schon 12 Monate mit dabei. Und die Nukes! Oh mein Gott, Zero Damage! Der Windturbinen, Sven. Zero Damage einfach. Schutz, ey. Schade, schade. Einfach innerhalb von einer Millisekunde eine Windturbine geplaced. Aber weißt du, was ich da ein bisschen frech finde? Na? Wenn du ganz schnell Woodspam machst, wirkt er erst, wenn er fertig gebaut ist. Die Windturbine, die wirkt sofort. Ja. Ist, kommen jetzt auch noch eine MP. Ist halt schwierig. Ja, da wird jetzt sehr viel Druck aufgebaut. Die zweite Cannon. Zweite Cannon, noch eine EMP. Zwei Flakt als Defense. Unten kamen jetzt noch zwei Bassos. Und noch eine EMP oben drauf. Ja. Die ist auch frech platziert, das muss man sagen. Ja, das Ding ist, sie wissen halt, dass Domi eigentlich auch gar nichts mehr hat. Vielleicht jetzt nochmal einen gezielten Schuss auf. Geben sie ihm da ein bisschen Chance. Sehr dünn gebaut bei Alex D. Sehr dünn gebaut. Ich weiß nicht, hätte er weiter unten abgerissen, wäre vielleicht nach vorne gefallen. Da brennt wieder ein bisschen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Reicht die Defense aus? Die Nuke kommt fast durch, fast durch. Natürlich Swarm Zero Damage davon, ne? Da muss eine neue Taktik her. Pink Attack immer noch Upgrade Center.
wollte gerade callen, da wird auch Anti-EMP gebaut und komplett abgerissen. Jetzt fehlt auch heftig Economy. Erste Match, mega spannend. Das ist ärgerlich, das ist einfach nur ärgerlich. Da kommt die EMP, das und nimmt den Sniper raus. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, das habe ich tatsächlich gar nicht beachtet, Aska. Das habe ich nicht. Stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, als ich das bearbeitet habe. Also wenn ich zum Satten-Dev komme, was Leute noch nie der Fall war, dann kann es sein, dass es Konflikte mit meiner Szene gibt. Ah, ganz ehrlich, ich glaube, Domi, der ist schon innerlich ein bisschen am Weinen. Da wird die restliche Base gerade abrasiert. Ja. Economy durchtrennt 4 Minen. Paul, was würdest du an der Stelle machen? Außer Notes verkaufen. Ich glaube, ich könnte nichts anderes machen, als Notes zu verkaufen. Ja, okay, gut. Besonders wenn Eaton und LXD mein Gegner sind. Paul, weißt du, was wir da auch für eine legendäre... Und da wird abgerissen. Da ist keine Zeit mehr für Smalltalk. Domi ist raus. Team 2 gewinnt. Oh je, Mine, Leute. Oh je, Mine. Schade, schade. Wobei, ich glaube, ich gehe nochmal in sofortige Replay rein. Und da gucken wir nochmal ganz kurz an. Bowser... Die ganze Zeit, also ich muss halt sagen, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht vom Bowser. Es wurde definitiv gesehen, dass die Gegenpartie auch Nuke spielt. Und hier an der Stelle einfach zu viel Schaden passiert. Er hat nicht einmal eine Holzstrebe gezogen, Paul. Gut, dass du das sagst. Moment, ich bin kein Profi in dem Spiel. Also warum sagt das Paul gerade, wir haben gestern Community Games gehabt, mir ist genau dasselbe passiert, deswegen habe ich auch gesagt, Bowser, mach den Sera. Mir ist genau dasselbe passiert und ich gucke halt nicht rüber, ich gucke nicht zum Gegner rüber, ich habe es nicht kommen sehen. Aber von jemandem wie Bowser setze ich voraus, die haben es ja definitiv kommen sehen, da noch eine Defense dafür zu bauen. Ich wollte gerade Good Game schreiben, aber die sind auch meines Erachtens nach beide raus. Ja, damit, Leute. Wie fandest du das Match, Paul? Alex D, danke für den Follow. Thank you for your follow, my friend. So, congratulations. Leider hatte man das schon geahnt, dass leider Eaton und Alex D weiterkommen. Ich sage leider, weil ich würde gerne sehen, dass jemand anderes gewinnt. Oha. Wie zum Beispiel Bamstände. Das ist so mein Favorit. Team Bamstände ist sein Favorit. Das ist, ich glaube, ohne jemand nahe treten zu wollen, mit das schwächste Team. Aber ja. Wir kennen es, Lucky Shots, die haben auch trainiert zusammen. Wir lassen uns überraschen von dem Team. Das könnte gegebenenfalls eine kleine Geheimwaffe sein, maybe. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht haben die extrem geübt. So. Matteo, Bowser. Leute, denkt dran, hab's nicht gesehen, so schade. Ach, du hast es nicht gesehen. Okay, gut, dann, ach, das ist blöd. Also ich habe halt gerade gesagt, gerade jemand, der mit eurer Erfahrung hat, hätte das, und der rüberguckt, hätte, nachdem er das gesehen hat, natürlich eine Defense dagegen gebaut. Aber wenn du es nicht gesehen hast, ist das extrem ärgerlich. Ja. Ach, du Kacke.